Hey YouTube, heute war ich auf dem geldgeilsten Server in GTA-RP und die wollten mich da zwingen, Geld zu spenden. Ich spende nicht. Nee. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, damit niemand anderes da jemals drauf geht und da zum Spenden gezwungen wird, und bringt das hier in die Trends. Boah, geiler Wagen. Hey, geiler Wagen. Dankeschön. Ey, wo kriegt man so einen schnieken Wagen? Tja, indem man verheiratet ist mit jemandem, der einem schenkt. Wie? Oh, okay, ich verstehe schon. Also, die ein oder andere Dienstleistung muss erbracht werden. Da bin ich leider dann nicht der Mann für wahrscheinlich. Ich sag mal so, wie es ist. Ich bin verheiratet und dieser Mann, mit dem ich verheiratet bin, hat mir diesen Wagen geschenkt. Dann scheint Ihr Mann aber ziemlich viel Geld zu haben. Ich glaube eher, da bin ich wohl diejenige mit dem meisten Geld von uns. Ich habe 40.000, wer kann mehr? 230.000. Nur mal so, aber auch mit deinen 40.000 fährst du deinen Wagen bitte wieder auf die Straße rüber. Nein, ich lasse den da kurz stehen. Ich wollte kurz mit euch reden. Erstens. Wenn ich sage, ja, ich wollte einfach mal so fragen, was ihr einfach hier so macht allgemein, und ich bin hier neu, ich wollte mich so umschauen in dem Sinne. Der steigt einfach in mein Auto? Alles gut, das Ding ist... Ist das nicht irgendeine Form von Diebstahl? Ey, sorry, was geht denn bei deinem Macker? Ist der bescheuert? Ein fremder Autos? Das ist nicht mein Macker. Das ist nicht mein Mann, nein. Achso, ich dachte schon, so ein Schlappschwanz hätte zu dir nicht gepasst. Du bist eine Powerfrau. So, du Pfeife. Erstens zuhören. Das ist hier mein Gelände. Wenn ich sage, dass deine Scheißkarre vorne parkt, dann rufst du die Polizei und dann sollt ihr den Wagen abschleppen, so. Aber du steigst da nicht einfach ein, du Pfiffi. Und wenn es dir nicht passt. Hör mir mal zu, du Pfiffi, was bist du? Kannst du dich verpfeifen? Willst du dich jetzt hier vor der Frau und willst du hier einen Dicken markieren? Ich weiß doch, hast du so was, wahrscheinlich so einen Pimmel in der Hose? Ja, genau. So, jetzt nerv mich nicht und verpiss dich hier vor. So einen kleinen Pimmel. Siehst du diese, wie mein Daumen und mein Finger den Abstand? So einen Pimmel in der Hose und Welle machen. Jungs, ist doch gut. Ja, ja. Talia. Entsorg den Typen hier, sonst knallt's gleich. Was? Bist du für ein Arzt? Ist gut, bitte. Ist gut. Ja, aber nee, sorry. Ist das normal? Sag, wie würdest du reagieren, wenn ich da in deinen Wagen gehe, den einfach wegfahre? Der hat ja auch sonst wo... Das ist mein Eigentum, das ist mein Auto. Alles gut. Dann komm, lass mal kurz zum Grundstück wenigstens runter. Dann kann Chris sich wenigstens beruhigen. Ja, Chris soll sich beruhigen, sonst pfeffer ich dem gleich mal eine... Na... Ja, sorry, aber wenn ein fremder Typ in mein Auto steigt... Ja, keine Ahnung, soll ich ihm noch einen Rasen... Was ist das bitte für... Was ist das denn? Alles gut. Ich rede gleich mal mit ihm. Alles gut. Ich habe mal so eine Frage, so pauschal. Wo kann ich denn hier auf ein bisschen Gesellschaft treffen? Jetzt bin ich hier, stehe hier mit einem halben Zelt in der Hose, weil der Typ gerade mein Auto geklaut hat fast. Wo treffe ich hier denn andere normale Menschen? Ja, das ist eine gute Frage jetzt gerade. Ja, ich bin heute das erste Mal jetzt im Dienst. Ich komme sonst aus meinem Büro nicht raus mit dem Arsch. Ah ja, okay. Schon platt gesessen wahrscheinlich, ne? Oder? Ja? Ja, doch. Ein bisschen platt ist er schon. Ne? Geil. Es gibt hier einen Irish Pub. Ist das gerade offen? Den können wir gleich mal klären. Ja, scheiße, mir jemand in den Dreifach-Oszillator. Wie geil wäre das denn, ne? Sind auch nette Leute auf jeden Fall, die den betreiben. Oh, okay, dann ruf mal an. Das wäre cool. Ja, wunderschön, Herr Shelby. Sag mal, hast du Interesse daran, weil jemand möchte hier einen trinken, euren Pub mal kurz aufzumachen, bevor ihr shoppen geht? Boah, geiles Teil, wenn ich hier einmal mich umgucke. Und der Wagen ist auch nicht schlecht. Danke fürs Kompliment. Ja, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin aus dem Osten. Ich habe jetzt kein Deutschland-Klebetattoo auf dem Arsch, aber ich denke mal, man hört's, ne? Geil, ne? Hätte doch auch mal was. So, wie oben kommst du her? Ja, ich bin mit dem Paket hier hingekommen. Ja. Was hat mich? Ja, DHL wieder. Ja. Voll verschoben. Oh, komplett daneben, dreht sich alles im Kreis. Einfach wegen Scheißlabe. Ja. Hier ist so der Hühnerstall mit den wilden Hühnern, ne? Ach, man könnte eigentlich sagen, hier treffen sich eigentlich jede oder sehr viele Bekloppte mit allem drum und dran. Jeder hat so eine Schraube locker. Eine? Wir sind so bescheuert hinten am Pier, wir rennen da mit großen Schrauben rum und suchen irgendwas. Und alle kriegen so Panik. So geil. So drauf. Du kannst dir das ungefähr vorstellen. Hey, geil, ey. Ist er das? Nein. Hallo? Hi. Ah, da waren ein paar Menschen hier, ne? Ein wunderschön. Ich wünsche auch einen wunderschönen. Darf ich mich vorstellen? Ja, natürlich. Ich bin der Klaus. Hallo, und ich Klaus. Würde feiern, wenn mir jetzt hier jemand einen kauft. Das ist ja weniger. Nee, da bin ich auch nicht der Mann für. Sorry, ja, anderes Ufer. Kein Problem, Respekt. Sag mal, Bafisch, einfach ohne gut. Und wie lange suchst du jetzt schon und wie lange bist du jetzt? Bafisch! Ich habe richtig Respekt vor Leuten wie Ihnen, die ihren Job machen, einfach hier auf diesem Staat. Okay, danke. Also sie sehen so aus, als würden sie einen guten Job machen. Ja, das macht sie, die ist Anwältin, deswegen leg dich nicht mit dir an, sonst kriegst du direkt einen um Ohr, ne, in Form von Paragraphen. Aber mit Paragraphen haben sie zu tun.
Ja, kenne ich auch einige. Paragraph 69 zum Beispiel. Na, den er weniger. Moment. Gott! Er kann unsere Outfit. Digga. Alex! Hallo. Wir haben alle die gleiche Hose, kann das sein? Ey, wir haben richtig geile Knickerbockerhosen, Alter. Oh, weia. Ich muss meine ändern, das ist peinlich. Was soll ich machen? Österreicher? Ja, mach Österreicher. Ey, wem gehört denn der geile Wagen? Haben Sie doch jemanden auf den Arsch gekotzt oder wie haben Sie den. Wem gehört denn du der geile Wagen, Alter? Haben Sie doch jemanden auf den Schwanz gekotzt? Garantiert nicht, nein. Wirklich geiles Gerät, oder? Für so einen Wagen würde ich auch immer noch auf den Schwanz kotzen. Ja, davon lassen sich die Rechnungen leider wahrscheinlich nicht bezahlen, ne? Was redet der Typ da, hä? Schwanzkotzen, oder? Was hat er da gesagt? Wie kriegt man denn so ein geiles Gerät? Ich glaube, das ist ein österreichischer Dialekt. Indem man verheiratet ist, mit jemandem, der einen gekauft hat. Ach so, sie kotzen also in ihrer Freizeit gern auf den Schwanz, oder was? Oder wie kann ich das jetzt verstehen? Bei meinem Mann, ja. Ja, was? Schwanz kurz bei ihm, Mann. Ja, wann wollte was? Dingens kommen? Wie hieß er denn? Dann weiß ich gleich seinen Namen. Kann ich dir gleich sagen? Moment, warte mal ganz kurz. Was geht's denn da jetzt eigentlich genau? Wenn ich mal so Knopf fragen darf. Das Pub macht gleich auf und dann gucken. Ich war jetzt selber noch nie, aber hier kann man, denke ich mal, so essen, trinken, extra kauen. So, kann man sich mal einen voll machen? Saufen oder was? Keine Ahnung, wenn wir dann herausfinden. Der Hund warst du der Führerschein, Mann. Oh, da ist ein Österreich, hast du gehört? Soll ich zu dem hin? Ja. Sag mal, willst du mir jetzt auf den Schwanz kotzen? Sag nicht Schwanz kotzen ganz Zeit, Digga. Ja, was soll ich denn sagen? Auf meine Scheiße erbrechen? Willst du mir auf Scheiße kotzen sagen? Wenn du ordentlich hinscheißen und drauf kotzen. Scheiße erbrechen. Ein wunderschöner. Kann man euch helfen? Hallo. Schönen Abend. Einer von euch haut jetzt auf Kacke schon mal. Hat dir wer ins Gehirn geschissen, Digga? Wie nennst du ja Digga, Mann? Ja, hey, da zügel mal deine Ausdrucksweise. Ja, aber ein bisschen Respekt hier, ne? Mein Freund. Opa, Kacke im Gehirn? Was? Zieh Leine. Oh. Schau, dass du Land gewinnst. Zähl bis 3. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Mit. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Gut, alles klar. Ja, du stirbst nicht. Richtig cool. Digga, what the fuck? What the fuck, Digga, what the fuck? I need another Batman, girl. Was ist mit dem feucht? Kommt mal ihr beide ans Auto hier, komm. Ja, oder was? Ja, du auch ans Auto. Wer ist da? Hey, was wollt ihr eigentlich, Jungs? Jo, alle ans Auto. Alle ans Auto, alle. Bist du gebannt, Luca? Ja, ja. Ich kenn beide nicht. Ich hab doch gar nicht. Bleib mal stehen, Junge. Mit dem Rücken zu mir. Ja, alles gut. Aber wieso werd ich jetzt festgenommen? Wir kümmern uns gleich um euch, okay? Ja. Dass wir in der Sicherheitszone sind, dass der das nicht fressen kann. Ja, eben, weil die diskutieren so, als ja, Luca, die haben dich zum größten Hacker, die haben dich zu Anonymous gemacht. Soll ich irgendwas sagen, aber ein bisschen schneller bitte, bevor ich da irgendwann auf den Schwanz kotzen muss? Hier sag mal, Mediziner, sie sollen ihn wiederbeleben und ihm nicht auf den Arsch in den Mund reinkotzen oder so. Ja. Was zum Teufel geht da ab? Ey, Medic im Blau hinter mir. Du weißt schon, dass du den da wiederbeleben sollst, wenn er auf seinen Schwanz kotzen sollst. Kann ich so antworten oder nicht? So, und wer von euch Spaß gemacht hat hier gerade so eine große Fresse zu mir? Jetzt nicht die Eier in Hose haben. Wo ist jetzt dein Problem, du? Was? Das ist für deine große Schnauze. Was ist das für ein Arzt? Medic? Ja, bitte. Warum wurden wir jetzt festgenommen? Also, die Anwältin boxt mich raus. Alex, schnell, du holst gleich sofort Knife raus und schreist. Kotzen, Arschgeschwatz, überall drauf kotzen. Warte, nein, ich sag zuerst zu so einem normalen was, und dann. Sag mal halt die Fresse, einfach gleich zu jemandem. Heute Gauschen. Ey, du, willst du eigentlich noch mehr auf die Scheide auf? Ich hab nichts gesagt, das war ich nicht. In der Gauschen geht gar nicht mehr auf. Also soll ihr da jetzt wirklich vor die Füße scheißen und dann auf die Scheiße nur draufkauzen, oder was willst du jetzt von mir, du Arschloch? Jo, geh mal. Du kriegst den Motherfucking Slice, Alter. Soll ihr auf die Scheiße draufkauzen, oder was? Ich scheiß auf die Kauzen drauf. Drauf. Warte mal, bevor... Digga, ohne Scheiß, ich hab's kein... So was von keinem Bock auf die scheiß Spasten, Alter. Ist das dein Kollege, jo? Nein, ich bin mit der Anwältin gekommen. Sag mal, was ist denn dein Problem? Bleib doch jetzt mal stehen. Was willst du von mir? Stehen bleiben oder du kriegst gleich eine Kugel im Kopf. Ich gehöre nicht zu ihm. Habt ihr vorhin auch gesagt, ihr könnt jetzt zu einem anderen. Jetzt macht ihr wieder die Scheiße weiter. Ich bin mit der Anwältin gekommen. Was ist das für ein Scheiß hier? Was denn? Was ist mit dir? Das habt ihr vorhin auch gesagt. Warum soll ich dich durchsuchen? Soll ich dich durchsuchen? Ja, durchsuch mich und dann lass mich frei. Ich habe nichts mit diesen Spitzis zu tun. Warum stehst du denn da? Du warst die ganze Zeit mit ihm. Weil der Laden abgeschlossen war und wir gewartet haben, bis der aufmacht, du Vollidiot. Und ich war, wie gesagt, zum 10. Mal mit der Anwältin. Du bekommst gleich noch 50. Lass mich in Ruhe, ich verpiss mich von ihr. Bleib hier. Jo, bleib hier. Was wollt ihr von mir? Bleib hier. Du bleibst hier, mein Freund.
Beweg dich noch einmal weg, du bekommst. Passt, Jungs, passt schon, lass ihn. Lass ihn laufen. Er hat doch gesagt, er will gehen. Geh in den Laden rein. Na, nicht so schnell. Jo. Auf deinen Schwanz du auch noch drauf kotzen, du Arschloch. Was willst du, ein Problem oder was? So, was ist das für ein schlechtes RP, Erbenniveau? Was ist das für ein scheiß RP jetzt? Ja, was für ein RP, Alter? Was machst du denn? Sag mal ernst, so, was ist das für ein RP? Ist das euer RP? Dann geht auf den Server. Aber jetzt mal ernst, was ist das da für wirklich für ein RP? Man wird doch in der Einreise schon gezwungen, Geld auszugeben. Sag mal, ich spende dir nichts. Wer wird gezwungen? Ich werde ganz sicher nichts spenden, ihr Arschlöcher. Ich werde ganz sicher nichts spenden. Das ist erbärmlich, wie ihr nach Geld bettelt. Bester Depper, Alter. Scheiß wie ein Alter. Ich kotze auf den Schuss, du Scheiß-Medic. Halt's Maul. Mal alle, die jetzt hier mit nichts zu tun haben, mal. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich ganz sicher nichts spenden werde auf dem Server. Man wird quasi direkt nach dem Reinjoinen vom Server gezwungen, Geld auszugeben. Quasi Spende, bitte spenden. Wo steht denn das? Auf dem ganzen Bildschirm. Überall steht, bitte spenden, bitte spenden. Links unten auf dem Fronts kotzen und spenden. Was hattest du denn für ein Loading-Screen? Auf dem Loading-Screen ist irgendwas gestanden von... Nein, war das ein Bild, war das ein Video? War so eine Art Video, ja, mit so einem Lied. Und da war irgendwie so ein ganz komisches Video, wo so ein anderer auf dem anderen Arsch kaut. Es kann ja auch sein, dass der Typ, den wir gerade gebannt haben, ein Hacker war. Was soll ich mir jetzt für eine Lügenstory ausdenken, Hacker, wenn er wieder kommt? Ja, da steht doch gar nichts mit Spenden und auf dem Arsch kaut. Guck mal, Stream-Hacker, der kommt doch gleich wieder, wird das ihr sagen. Jetzt gerade komplett neu gejoint, also da stand nichts mit Spenden. Es kann sein, dass der Hacker, den wir hier drauf hatten, irgendwas eingeblendet hat. Luca war übel der Hacker. Aber wir wollen nichts, was mit Spenden zu tun hat. Da stand auch mit Arschkotzen, da war so ein perverses Video, so Hardcore. Ja, also da war dieses Video, dieses ganz Hardcore-perverse Video, wo ein anderer Mensch auf einen anderen Arsch gekotzt hat und dann unten steht, bitte spenden. So, ich finde, das geht einmal gar nicht. Wir haben ein Video, wo Autos zu sehen sind und... Gut, klar, Schießerei, wie GTA halt ist und allem, wo sich Gangler mit PD... Also, diese Hardcore-Pornos waren echt grenzwertig. Das war wirklich grenzwertig, was ich da gerade gesehen habe. Also, ich meine, welcher andere Mann tut jetzt einmal auf einen anderen Schwanz kotzen oder Arsch kotzen oder weiß nicht was. Nee. Das haben wir nicht. Okay, ja, dann ist ja gut. Das habe ich schon ein wenig geschockt, dann, dass ich da direkt bedroht werde. Sag mal, da sind ja auch Kinder auf dem Server. Wie gesagt, das war Situations-RP, weil der eine ja da rumgespannt hat. Situations-RP. Klar, wenn man halt die Leute nicht kennt, dass dann halt festgenommen wird. Das kann sich erklärt werden im RP. Das ist ja nicht das Problem. Ja, aber ja. Wie gesagt, das mit den Spenden, das ist für mich jetzt aber auch schleierhaft gewesen. Ja, das ist mir da ein bisschen Kragen auf, wie da ist mir einer Kragen geplotzt. Ja, alles gut. Ja, aber jetzt, damit haben wir auf jeden Fall nichts. Wir haben aber nichts mit solchen Sachen am Hut. Ich werde aber auch sicher nichts bezahlen, ne? Also nur zur Info. Ja, na also ich finde das auch wirklich gut, dass dann der Server damit nichts zu tun hat, aber mein ganz ehrlich, also ich werde ganz sicher nichts bezahlen, also falls ihr erwartet von mir, dass ich da irgendwas bezahlen werde. So, aber du verdienst selber nicht so viel Geld. Irgendwo ist blöd gesagt, riesengroße Werbungen von solchen Sachen oder sonst irgendwie was. Ich verdiene selber wirklich gar nicht viel Geld und da werde ich dann sicher nicht in einen Server reinspenden. Darf ich dir jetzt freundlich mal kurz mal was sagen? Jo. Wir haben mit so einer, Ausdruck gerade, mit so einer abgewrackten Scheiße nichts zu tun. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Server. Soll ich nochmal das Leck gesagt? Ganz alleine übers Team. Wir wollen keine Spenden, wir haben sowas nicht nötig. Sag mal, meine Mom ist auch voll dagegen, ne? Also ich bezahle hier nicht. Werk, wo sogar das Wort Sexismus geschrieben wird, dass es hier verboten ist. Ja, nein, das ist wirklich gut, aber wie gesagt, meine Mutter ist auch komplett dagegen da. Also wenn ich da irgendwas zahlen würde, dann... Seine Mutter ist brauchst dagegen. Brauchst du gar nicht. Wer ist da mit dem Schwanz am Kotzen da hinten? Oder meine Gauschen da hinten? Nein, das ist nicht der Medic und jetzt beruhig dich mal. Das ist doch unfreundlich. Ich will hier einfach ein RP machen. Sag mal, ich will einfach RP machen und da wird man da quasi da scheiße auf den Boden und dann wird er drauf gekotzt auch noch. Ja, aber das muss jetzt nicht. Sag mal, ich wurde auch auf Discord angeschrieben und jemand hat mir... Und dass der so perverses Zeug von dir wollte. Wir werden hier gleich die Situation auflösen. Warten Sie mal! Ich hab gerade eben eine Nachricht auf Discord gekriegt. Von einem Spendenlink, von euch am Server. Was ist denn was in der Discord daher? Es ist doch gerade OOC. Also du nicht so deppert rechts neben mir. Rede mal du vernünftig, was, ne? Aber, tust mir bitte mal einen Gefallen, komm mal bitte in den Support-Chat, dass wir das Ganze mal angucken können, was das ist. Warten Sie mal, der sagt, der hat gerade meine Daten. Warten Sie mal. Warten Sie mal, irgendwelcher von einem Server sagt, der hat da meine Daten. Wer ist das denn? Wie heißt er denn? Z, also Z und dann Zlatte. Was schreibt der mir da? Ich sollte ein Büdel ihm schicken. Ich knockert vom Bildschirm in einem String-Tanger, sonst nimmt er meine ganzen Daten. Tust mir mal einen Gefallen, versuchst du mal bei uns in den Discord
Sag mal, ich werde in keine Discords kommen und ich werde nichts spenden. Na, ganz sicher nicht. Ich werde auf keinen Discord kommen, ich werde auf nichts spenden, gar nichts. Mir reicht's langsam. Wir wollen dir doch gerade nur helfen. Ich zahle gar nichts. Ich zahle gar nichts. Wir wollen doch kein Geld haben. Bleib doch mal locker. Ja, ich werde euch sicherlich nicht eure neuen Benzin bezahlen. Geht arbeiten. Ich gehe jeden Tag. Ich habe eine Ausbildung. Ich mache doch jeden Tag eine Ausbildung. Ich werde doch keinen Cent zahlen. Ja, dann ist doch in Ordnung, Mensch. Hallo. Ich werde doch gerade von euch am Discord angeschrieben, dass ihr was spenden sollt. Sag mal, geht's nu? Wie heißt der Discord denn? Ich werde von einem Typen angeschrieben, der von euch am Discord ist. Der ist nicht auf unserem Discord. Deswegen komm doch bitte mal auf unseren Discord in den Warteraum, dann können wir alles nachgucken. Und wir geben dir auch komplett... Ich werde nicht spenden. Also... Nichts werde ich spenden, gar nichts. Wir wollen gar nichts gespendet haben. Wir haben unser eigenes Geld. Wir haben dein Geld nicht nötig. Das merke ich, du Arschloch. Hallo? Nein, ich hab gewonnen. Ich wusste es irgendwie. Aber das war geil. Guck mal, das war doch ein guter Throw, Digga. Ich kotze jetzt mal bei denen hier drauf. So, kann ich dir jetzt was ausgeben? Ja, jetzt bin ich. Ja, ist klar. Ich mich beruhigt. Oh, Digga, Jungs, heute ist aber viel los, ey. Ja, es geht. Ich glaub, langsam geht's aber wieder. Bist du da uns echt da, wegen der Situation jetzt gerade, ne? Ja, kein Thema, passiert, denke ich mal. Ist auch unberechenbar in dem Sinne. Ja, warte, stell dich davon hin. Was wolltest du haben? Kühl ist einfach blondes. Scheiße, soll ich jetzt alle durch? Soll ich einmal durchkotzen? Warum sticht der? Alter, sticht wieder. Oh, voll kotzen auf den Schwanz kotzen. Oh, schön hier auf den Schwanz. Mann, diese verdammte Ratte, Alter. Bro, hat der Ego-Probleme oder so? Wallah, hat der Typ echt Ego-Probleme. Ich würde jetzt gleich sagen, wenn die mich hochholen. Ja, warum hast du das gemacht? Ja, die haben mich die ganze Zeit bedroht mit Waffen und so. Ich tue, sonst wäre das IP gewesen. Richtig, ein Hund war. Digga, ich hab die Schnauze voll, Alter. Wo ist der Wichser? Wallah, ich kann das nicht mehr glauben. Wallah, der hat echt Ego-Probleme, ich sag's dir. Nein, Digga. Sicherheitsbann. Soll ich mal in den Support gehen? Ich hab grad einen Sicherheitsbann gekriegt. Ich glaub, man dachte, ich bin Hacker. Ja, weil uns irgendwie gesagt worden ist, das ist wegen Messerstecherei oder so und bla und blub und... Ja, aber die hatten mich auch vorhin mit einer Waffe bedroht, deswegen habe ich das nur gemacht. Nicht, also, ich war nicht am Hacken oder sowas. Chris, hast du gerade mitbekommen? Nee, ich meine... Und zwar das Ding ist, es ging noch auf die Situation mit der Bedrohung von der Waffe her, die Messerattacke gerade. Keine Ahnung, ich stand nicht dabei. Frei rausgefragt, die anderen beiden Spinner, die da waren. Ja. Gehören die zu dir, ja oder nein? Nee, ich war mit... Boah, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ja, Freya war das, glaube ich, in-game auch. Genau, hi. Ganze Zeit. Der eine Typ sah genauso aus wie ich vom Outfit, aber ich hatte mit denen überhaupt nichts zu tun. Also ich kannte die nicht und ich war eigentlich mit Freya vorher ganze Zeit unterwegs. Ja. Und er wollte einfach nur Leute kennenlernen und da dachte ich mir, wo trifft man die meisten Leute? Bei den Shelbys. Es war, glaube ich, einfach eine unglückliche Gesamtsituation. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ja, denk mal, ich meine, das kommt, glaube ich, nicht nochmal vor, irgendwie genau in der Art. Okay. Gut. Erbannst du dich mal bitte, Chris? Ah, passt, danke euch. Kein Problem. Wird die Situation aufgelöst einfach, oder? Ja. Achso. Ja. Ihr wird aufgelöst. Ich glaube, ich liege da jetzt irgendwo tot auf dem Boden oder so. Alles gut. Ich komm mit dich hoch. Okay, danke euch. Bis dann. Jo, kein Problem. Ciao. Luca? Hast du noch was gegriffen? Ich werde halt jetzt entbannt und wieder hochgeholt. Ich liege hier auf dem Boden. Ach, guck mal, da ist er. Schon wieder, oder wie? Geh mal und hol Freya. Warte. Ja, was tut der wieder hier? Steht hinter dir und warte, ich mach schon. Warte. Geh und hol Freier. Ja. Sorry, jetzt im Falschen erwischt, Alter. Bro, fuck. Jetzt werde ich auch wiederbelebt, glaube ich. Die ganze Situation, die jetzt hier vorhin war, mit allem drum und dran, ist jetzt aufgelöst. Ja, warum sagt doch keiner was? Hat doch Comet gesagt, zu mir hat doch keiner was gesagt. Hallo, bitte, jetzt hier kein Gezicke, kein Gezank, nur verteile hier Tampons. So, also wie gesagt, situationsbedingt aufgelöst mit allem drum und dran. Die beiden Idioten, die den ganzen Stress verursacht haben, sind weg. Der werte Herr hinter Arthur hat mit der Situation nichts zu tun. Er war die ganze Zeit mit mir unterwegs. Ja, ich habe ja gerade mit dem Messer angegriffen. Das war, also ich war ja auch im Discord deswegen, weil ich halt getrollt habe. Ich habe mich aber wieder entbannen lassen jetzt. Hey, Bro. What? Ich habe die halt verarscht gerade, aber die checken das halt jetzt erst. Gefällt mir. Ach. Gefällt mir übelst hart. Gefällt mir mega arg. Gefällt mir mega hart. Mega. Ich find deinen Arsch so nochmal mega, Bro. Gefällt mir übelst hart. Bro, es bringt nichts, ob ich schieße. Gefällt mir.